Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Das Warzone-Event ist vorbei. Oder es läuft noch. Oder manche von euch sitzen immer noch in der Warteschlange. Das sah bei mir ungefähr auch so aus. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim dümmsten Event der Welt. Von uns, Activision. Wie Sie sehen können, sehen Sie nichts. Aber keine Sorge, wir bringen immer neuen Content, was Sie bezahlen müssen, damit wir unsere Taschen füllen. Für Mist, bitte bleiben Sie in der Warteschlange. Der Server... Wir kümmern uns darum, dass Sie mindestens 2 Stunden in der Warteschlange sind. Mit freundlichen Grüßen, Activision. Und nachdem ich am ersten Warzone-Event dann nicht um 21 Uhr teilnehmen durfte, sondern ungefähr um 23.45 Uhr, durfte ich dann auch am zweiten Warzone-Event teilnehmen, ungefähr um 23.30 Uhr. Das heißt, ich habe innerhalb von 24 Stunden über 5 Stunden damit verbracht, darauf zu warten, dass ich ein Event mitmachen darf bei Activision. Und dieses Event war einfach schlecht. Ich möchte nochmal an diese Szene erinnern, die ich vor ein paar Tagen schon mal in einem Video hatte. Da hat ja der Activision-Mitarbeiter darüber gesprochen, dass man Activision, was Live-Events angeht und Integration der Community in solche Dinge, dass man Activision da auf einer Höhe mit Epic sieht. Und ja, kann man so sagen, kann man akzeptieren, man kann es auch anders sehen. Und Leute, das, was ihr am Anfang gesehen habt, und ich will hier niemanden fronten. Das sind einfach nur die ersten 10 Thumbnails, die ich gesehen habe, als ich bei YouTube letzten Endes Warzone Event eingegeben habe. Ich habe nicht nach einem spezifischen Namen gesucht und bei dem Thema können sich alle angesprochen fühlen, die da irgendwie sich angesprochen fühlen. Und das ist jetzt auch keine Generalkritik an einzelnen Personen, aber ich frage mich wirklich, Leute, wie kann man bei diesem Event, was... mit Abstand das Schlechteste war, was ich in meinem ganzen Leben von einem Publisher gesehen habe. Also wirklich mit Abstand das Schlechteste. Wie kann man da solche Thumbnails machen und davon sprechen, dass das das krasseste Event der Welt war? A, es kam niemand auf der Welt rein. Auf Twitch hatten wir am ersten Eventtag abends 1,4 Millionen Live-Zuschauer für dieses Event. Nach 21.30 Uhr waren es nur noch 1,2 Millionen, nachdem die Hälfte nicht reinkam. Dann um 22 Uhr sind so, ich würde sagen, die ersten 5% der Zuschauer in das Event gekommen, in dem eigentlich nur ein fliegender Dildo, in dem eine fliegende Rakete, so wie wir es eigentlich schon seit Monaten wussten, letzten Endes einfach nur losgestürmt wurde. Das ist alles. Das war der erste Teil vom Event. Während das nicht nur schwach war und man auch einfach gar nicht reinkam und da überhaupt keine Kreativität vorhanden war und man sogar das gleiche Setting genommen hat, was man schon zu Halloween hatte, nämlich dass man als Zombie rumrennt, mit den gleichen Loot-Chest-Boxen, die genauso aussahen wie zum Halloween-Event. Wenn das nicht schon genug ist, um als Content-Creator offen und ehrlich zu sagen, nein Leute, dieses Event ist scheiße, das ist Mist, das ist genau das, was man erwartet hat. Nein, man macht Thumbnails mit diesem Gesichtsausdruck und schreibt hin, das krasseste Event aller Zeiten. Clickbait ist bei Content Creator normal. Und natürlich suche auch ich meine Titel so aus, dass sie möglichst in einer Spanne sind zwischen das interessiert die Leute, das sorgt dafür, dass die Leute draufklicken und irgendwo in der Mitte soll auch möglichst natürlich der Inhalt wiedergegeben werden. Natürlich bringt es nichts, wenn ich mir ein Lego-Haus für 100 Euro kaufe, für meinen Sohn oder sonst wen, und in den Titel schreibe, ich kaufe mir das größte Haus der Welt. Das hat nicht viel miteinander zu tun. Aber Leute, ich gucke mir das an und frage mich, sind die Content Creator, die verschiedensten, alle, die sich da irgendwie groß daran beteiligen, sind die einfach so abgestumpft, dass es ihnen egal ist, wie das Event ist und sie finden es einfach generell gut, weil sie nichts anderes erwarten? Oder ist die Sucht nach den 500 Aufrufen mehr, wenn man es positiv gestaltet, positiv, wo auch immer man hier was Positives rausholen soll, oder ist die einfach so groß, dass man sagt, ich mache mich zum Affen mit so einem Thumbnail? Wirklich, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich hatte ja auch während des Events im Livestream genug Zeit, mir diese Frage zu stellen, denn letzten Endes über 5 Stunden Wartezeit war absolut angenehm, aber es war ja erst der erste Teil vom Event. Kommen wir also zum zweiten Teil. Und selbstverständlich konnte Activision nicht wissen, dass die Server in voller Auslastung laufen werden. Selbstverständlich konnte man nicht wissen, dass das Interesse an dem Warzone-Patch, nachdem man es über Wochen gehypt hat, extrem sein wird. Woher sollen die das wissen? Die haben ja nicht gerade eine Referenz zu
anderen Seasons, von anderen Call of Duties und machen das seit 15 Jahren. Man hat also tatsächlich ungefähr 15 Jahre Erfahrung, hat in Modern Warfare gesehen, dass die Seasons immer schon sehr viel Interesse geweckt haben, dass Warzone viel Interesse weckt, eine neue Warzone-Map, ganz viel Spieler. Man hätte also von Anfang an darauf reagieren können. Entweder gibt man diese Events nach Pazifikzonen aus, so dass jeder etwas Zeit versetzt zumindest Zugriff drauf hat. Oder man macht gar nicht die Ankündigung, um wie viel Uhr es passiert, sondern schaltet verschiedene Server in verschiedenen Regionen über verschiedene Stunden frei. Am Ende hätte immer einer zuerst geguckt und einer zuletzt, aber so war es jetzt auch der Fall. Manche Streamer konnten es live sehen um 21 Uhr, andere Streamer konnten es um 23 Uhr live sehen, andere Streamer konnten es bis heute nicht live sehen. Bis jetzt, Leute, habe ich nicht eine Sekunde aus meinem eigenen Game von der Original Warzone Map sehen können, weil wir gestern Nacht irgendwann um 1:30 gesagt haben, das 18. Mal Warteschlange mit 18 Minuten Wartezeit ist nicht mehr drinne für mich. Also eine riesen Enttäuschung. Dann kam der Teil 2 vom Warzone Event. Warteschlange. Kannten wir schon. Kein Problem. Warteschlange. Woher soll Activision auch wissen, dass der zweite Teil vom Event auch so ein Interesse hat? Kann man nicht wissen. Braucht man nicht. Activision lernt ja auch aus Fehlern. Von daher, Leute, auf jeden Fall auf einem Level mit Epic Games, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und das ist auch keine Ironie und auch kein Sarkasmus von mir, sondern ich bin der felsenfesten Überzeugung. Epic Games und Activision haben, was Live-Events angeht, 1:1 das gleiche Maß, die gleiche Qualität. 1A. Also haben wir dann irgendwann gegen 11:30 das Glück gehabt, vielen Dank Activision, dass wir das zweite Event spielen konnten. Und dass ich das Event nenne, ist einfach nur der Einfachheit, weil gewisse Beleidigungen und gewisse Diffamierungen auf YouTube nicht erlaubt sind. Wir spielen also dieses Event, so nennen wir es jetzt einfach mal, im zweiten Teil. Verstehen zu viert gar nicht, was wir jetzt eigentlich tun sollen, denn heißt es die ganze Zeit, ihr müsst die Atomkoffer sonst was retten. Dann leckt es so sehr, dass es eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat. Und der erste Teil vom zweiten Event war vorbei und wir spielen einfach die gleiche Sache nochmal. Fand ich super interessant, war super kreativ. Man hatte so ein Portfolio von Ideen und Möglichkeiten und Vorlaufzeit. Die haben das über Monate geplant, was man mit der Community Geiles anstellen könnte. Letzten Endes haben wir gesehen, was es geworden ist. Dann haben wir die zweite Runde vom zweiten Event gespielt. Ihr habt es alle gesehen, es ist ja jetzt irgendwann dann doch überall mal auf YouTube aufgetaucht. Und was war dann? Normalerweise seht ihr, wie die Nuklear hochgeht. Es ist ja 10 Minuten bevor sie eigentlich, startet ihr den zweiten Teil vom Event, bevor das Ding fliegt. Und anstatt auf die neue Warzone-Map zu kommen, was bei vielen eigentlich funktionieren hätten sollen, sind wir einfach zurück in die Lobby gesprungen und konnten die Warzone-Map gar nicht mehr starten. Das heißt, das gesamte Event bestand für mich aus 12 Stunden Stream insgesamt, wovon 6 Stunden in einer Warteschlange sitzen war und bei anderen Twitch-Zuschauern oder Twitch-Streamern zu gucken, ob die Glück haben, und hatten sie nicht. Und das Ende der Geschichte, Montana Black, einer der größten Content-Creator, jemanden, den wir in der COD-Community unbedingt wieder brauchen, weil er einfach viele Zuschauer anzieht, weil er mit seiner Größe eventuell die Möglichkeit hat, Dinge anzustoßen, hat sich das Warzone-Event kurz gegeben. Ein paar Minuten später gucke ich da wieder, er kam wohl auch nicht rein und spielte Mario Kart. Trimax hat auch nicht mehr so viel mit COD zu tun, war aber auch bei COD mit seinen Zuschauern, war auch super für uns als Community. Was hat er danach gespielt? Auch was anderes. Das heißt, Activision hat es geschafft, das, was sie die letzten Monate verbockt haben, jetzt noch mehr zu verbocken. Und da hilft es dann auch nicht, dass wir tatsächlich jetzt Content bekommen haben für den Multiplayer. Denn seien wir ehrlich, Leute, und da könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr davon haltet, diese Map-Changes in Warzone, das, was sie gemacht haben, die drei neuen Orte, nennen wir sie mal neu, alles in Ordnung. Auch Summit, alles in Ordnung. Aber nach 15 Monaten und so einem Hype aufbauen, ist das alles, was wir bekommen? Ist meine ehrliche Frage und mich hat es jetzt nicht umgehauen. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Leute, die neue Map ist gecancelt worden. Blackout 2 oder Ural Mountains oder welchen Namen sie jetzt auch nochmal hatte. Das heißt, irgendwie ist das nichts gewesen. Und meiner Meinung nach war das, um das abschließend einmal sagen zu können, das schlechteste Live-Event, das ich jemals gesehen habe. Und ich spiele seit, weiß nicht, 15 Jahren spiele
und ich habe bei Fortnite Live Events gesehen, ich habe Releases von anderen Games gesehen, ich habe GTA Live Events gesehen, ich habe so viel schon gesehen, Leute. Und noch nie hat ein Publisher, der so groß ist und so viele Möglichkeiten hat, es so sehr verhauen. Noch nie habe ich das gesehen. Das heißt, wenn ihr jetzt gewartet habt, dass ihr seht, das tut mir leid, ich bin lieber ehrlich, als das irgendwie euch vorzugaukeln. Das Event fand ich scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Ihr könnt gerne die Meinung oder eure Meinung in die Kommentare schreiben, könnt mir gerne sagen, was ihr davon gehalten habt. Mir hat's gereicht, deswegen heute, morgen, übermorgen auf jeden Fall, wenn ihr mal im Stream vorbeischauen wollt auf Twitch, könnt ihr das gerne machen. Aber mit Cold War bin ich für die nächsten Tage durch. Haut rein.